Willkommen zurück zu Top Rider 6 Angel of Darkness. Ja, hier haben wir das letzte Mal nämlich aufgehört und machen direkt weiter. Ich weiß immer noch nicht, wie der heißt. Hieß der Curtis oder so? Ich weiß es nicht. Oder Alfred? Paul? Ich habe keine Ahnung. Oh, da haben wir auch wieder einen Grafikfehler. Da unter der Treppe. Aber gut, wie gesagt, solange sie mich nicht behindern jetzt, dass ich das Spiel irgendwie nicht weiterspielen kann, interessieren mich nicht so eine kleinen Grafikfehler. Oh, genau wie da, guck mal. Guck mal da. Da fehlt gleich ein ganzer Kanten. Uiuiui. Aha. Nein! Okay. Alles klar, Curtis. Wir nennen ihn einfach mal Curtis oder wie auch immer. Falls einer weiß, wie er hier heißt, schreibt es mir doch bitte in die Comments. Ich weiß es nicht, weil ich möchte sagen, es wurde im Spiel bis jetzt noch nicht erwähnt. Und wenn er mit Lara geredet hat, hat er ja auch noch nicht, Lara hat ihn ja nicht gefragt, wer das ist. Das ist, ja, ein bisschen eigenartig. So. Versuch Nummer 2 und ich würde dir mal sagen, Karl-Heinz, bleiben Sie von dem Geländer fern, ne? Das hier, ist das nicht der Raum? Ja, da war doch das Vieh ursprünglich drinne, da oben. Genau. Da hatten sie das drin eingesperrt und durch den Stromausfall haben sich die Türen bei denen auch geöffnet. Ist natürlich total blöd, dass die, oh, bleibt vom Gelände fern, dass die natürlich das nicht irgendwie extra gesichert haben, falls mal Stromausfall ist oder so. Naja. So, wir müssen jetzt natürlich ich guck mal eben kurz. Ich kann hier nicht, okay, ich kann es hier nicht machen. Da müssen wir sicherlich hin. Boah, bleib vom Gelände fern. Okay, wir müssen auf jeden Fall da in der Mitte und dann da oben weiter. Denke ich mal. Ich denke mal nicht, dass wir hier in den Raum reinkommen, oder? Nee, hier kommen wir nicht rein. Gut, gehen wir hier lang. Hier war das drinne. Sieht man da vielleicht... Ja, nicht gerade viel Platz, ne? Und das Vieh hat diese fette Tür, hat er voll aus den Angeln gehauen. Scheint er ja doch ziemlich stark zu sein. So, hier könnte man natürlich denken, dass man hier irgendwie... Ah, ja, Curtis. Da sollst du rüber. Traust du dir das zu? Ich zähfe mal lieber. Ja, und er macht da einen Satz rüber. Toll. Toll, wie du das hinkriegst. Okay, bleib vom Geländer fern. Ui, ah. Na, das war jetzt, ne? Hallo. Zieh dich hoch. So ist richtig. Ui, ui, ui. Jetzt ist die Frage... Ach, ja. Ich bin gar nicht, ja, mit Endengang zurück. Ich bin gar nicht, ich sollte hier nochmal einen Safe setzen. So, jetzt war es besser. Hat es ihn gleich wieder komplett zurückkatapultiert. Auf die andere Seite. So, wie wäre es hier hoch? Okay. Einmal nach vorne rennen. Rolle vorwärts. Hier gehen wir mal rückwärts runter.
Sieht ein bisschen höher aus. So. Hier muss er wieder Entengang machen. Olli, 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 Olli. Na, jetzt die Frage, ne? Hier lang? Oder... Oh, nee, ey. Okay, hier kann er nicht. Okay, haben wir geklärt. Gehen wir mal in die Richtung hier, ne? So, da können wir auch nicht lang. Oh, ein bisschen Beeilung. Da geradeaus geht auch nicht. Also müssen wir hier lang. Oh. Okay. War nur Abschnitt geladen. Es sieht schon komisch aus, wenn der so läuft. Und dann so den... kriegt er keinen Nackenstarre. So, die Frage ist jetzt, wie tief ist das hier, ne? Okay, es geht. Hier können wir auch nichts weiter machen, als wie hier weitergehen. Ich frage mich auch, wie lange wir ihm hier noch spielen. Eigentlich hat man ja, wenn man einen Top-Rider spielt, hat man ja eigentlich nicht Lust, hier irgendeinen anderen Charakter ewig zu spielen, ne? Ist zwar eine nette Geste von den Spieleherstellern, aber ich finde immer noch, dass man einen Top-Rider komplett mit Lara spielt, ne? Weil ich fühle mich jetzt auch nicht mehr, als wenn ich, dass ich einen Top-Rider spiele, ne? Ich habe jetzt zuerst das Gefühl, dass ich hier ein Resident Evil spiele oder so. So. Ist das zeitgesteuert? Ich weiß nicht, da vorne. Oh, hier ist wieder einer. Ja. Komm, mach langsam, Kumpel. Irgendwie scheinen die kein... Moment mal, da muss ich mal was gucken. Ist hier vielleicht das Blut ausgestellt oder so? Auflösung. Gamma, Grafik, Texturen, Wasser. Reflexion, nee, Schatten. Nachbearbeitung. Standard. Nee. Ja, weil... Irgendwie haben die Jungs kein Blut. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das korrekt ist. Naja, ist ja auch egal. So, können wir hier... Okay, lassen wir schon mal auf. Ich will aber da vorne noch gucken. Ja. Gegen die Wand schießen kann er dann schon mal. Was die auch aushalten. Das ist unnormal, was die aushalten. Ich hoffe mal, dass wir dann noch genug Schuss haben, wenn wir gegen diesen, ne, Dings da antreten müssen. So, hier kann ich nichts machen. Ja, hier ist noch einer. So, ich muss das jetzt einfach mal so ballern. Ich meine... Ach, jetzt sind wir hier wieder. Okay. Okay, das kennen wir ja schon. Oder ist das ein ähnlicher Raum? Moment mal. Aha. Nee, ich glaube, dass wir hier schon mal waren. Müssen wir jetzt wieder zurück? Hier waren wir doch schon mal. Nee, die Tür habe ich doch gar nicht aufgemacht, ne? Das war eine ganz andere. Warte mal. Von hier bin ich gekommen, ne?
Oh, und hier auch wieder schöne Grafikfehler an der Seite gerade. Genau, von hier bin ich gekommen. Dann habe ich da hinten um die Ecke die Tür aufgemacht. Die hier. Ich denke mal, dass wir hier weiter müssen. Geht's da tief runter? Ne, eine Treppe. Okay. Ui, kommt jetzt der Kampf aller Kämpfe? Ui. Müssen wir jetzt hier? Bin mir nicht sicher, da liegt noch ein Baby weg. Ist er hin? Der ist auf jeden Fall abgehauen. Du Schwein! Okay, die Kämpfe sind jetzt eigentlich nicht spektakulär, weil man schießt ein... Da ist er wieder. Nimm doch die Waffe raus! Jetzt nimm die Waffe. Ja, selbst schuld! Wo fangen wir an? Ich glaube, ich habe die ganze Zeit kein Safe gesetzt mehr. Na prima. Na gut. Wissen wir ja, wo wir hier lang müssen. Okay, machen wir das. Machen wir das eben nochmal. So, mal Rolle vorwärts. Nein, so. Zack und loslassen. So, jetzt wissen wir ja, wir wissen ja gleich, wo es lang geht. Ja, jetzt geh auch so. Ja, tut mir leid, dass ich euch das hier nochmal antun muss. Na, hier ist falsch. Oh, jetzt dreht er sich aber schneller irgendwie. Was ist passiert? Beim ersten Mal, wisst ihr ja noch, da hat er ja so übelst langsam. Irgendwas. Ja, okay, ne? Es, wie gesagt, das Spiel ist ja auch ziemlich verbuggt. Gott sei Dank hatten wir jetzt noch nicht so gravierende Bugs. Das waren dann eher so Grafikbugs. Genau, hier hatten wir die Dingskarte aufgenommen. Hier haben wir dann den Schalter gedrückt. Und wisst ihr was, Leute? Ich werde jetzt mal die Viecher hier, die sind mir, gehen mir jetzt alle mal am Arsch vorbei. Die hier rumrennen. Wir gehen gleich hierher. Machen hier auf. Und hauen da gleich ab wieder. Eigentlich wollte ich ja noch speichern, okay. Okay, das können wir uns ja nochmal anschauen. Der kommt also immer wieder. Naja, ich bin mal gespannt, ob meine Munition dann auch ausreichend ist.
weiß auch nicht genau. Mann, ist der lästig. Der ist schon ganz schön lästig. Ah, er geht da oben hin. Okay. Das heißt, wir können jetzt schnell mal hier das Medipack aufheben. So, er kommt aber wieder, ne? Okay, ich glaube, er ist Ferrekitus. Ja, er ist tot. Okay, dann hat er doch nicht allzu viel ausgehalten. Okay, er steht wieder auf. Nein, wieso? Wieso steckst du die Waffe ein? Das gibt's doch gar nicht. Das Vieh... Ja, wir nehmen jetzt mal eins. Geh weg! Müssen wir hier irgendwas machen oder so? Hier ein Magazin mehr. Aber da tut er nicht. Kommt er ja wieder raus, ne? Ah, so der typische Boss, glaube ich. Den wir... Ey, renn doch nicht. Kannst du mal hier zurück ein bisschen? Okay, er rennt gleich weg. Dass wir den dreimal so machen müssen? Kann das sein? Komm hier! Na, wie bei Bosse so üblich, ne? Dreimal. Der kommt ja auch immer wieder von da vorne. Ist er? Muss ja mal sterben, so viele Kugeln, wie der schon geschluckt hat. Ja, steht er nochmal auf. So, ich glaube, das war's jetzt aber, ne? Ja. Der wollte nochmal aufstehen? Das ist eindeutig ein Pavian-Kopf. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? So. Wow. We are the champion. Wow, wow, wow. Wir haben die Kreatur platt gemacht. Ich hätte sie aber lieber mit Lara platt gemacht, wenn ich ehrlich bin. So, und wieso? Okay, da kommt Qualm raus ohne Ende. Ich sollte mal safen. Nicht, dass wir den nochmal machen müssen. Können wir hier ein Haupt... ja, hier können wir was machen. Ah. Führt sie eigentlich hierher? Eckhart, ich habe noch eine alte Rechnung mit ihm zu begleichen. Und Sie? Persönliche Gründe.
Eckhart will mit den 5 Gemälden der Finsternis das absolut Böse in Gestalt des Schläfers erwecken und die Nephilim nachzüchten. Dazu braucht er die Organe seiner Opfer. Ich habe ihn bei der Arbeit gesehen. Mit diesem Handschuh. Eckhart ist der dunkle Alchemist. Es wird nicht mehr lange dauern, bis er auch das 5. Gemälde findet. Weiß er, wo es ist? Es ist in einem geheimen Gewölbe der Lux Veritatis unter dem Strahhoff-Gebäude. Diese Gemälde müssen zerstört werden. Aber das geht nur mit den Splittern, den sie im Louvre gefunden haben. Es muss 3 Amulettsplitter geben. Einen hat Eckhart. Wenn alle 3 Splitter vereinigt werden, ist er sterblich. Das weiß er. Erzählen Sie von den Splittern. Die Splitter sind Waffen der Lux Veritatis. 2 der Splitter besaß mein Vater. Eckhart hat ihn umgebracht, um zu verhindern, dass ich sie bekomme. Tja. Ah, Eckhart hat Ihren Vater getötet und Sie wollen jetzt Rache. Ja, richtig. Wir sollten zusammenarbeiten. Vertrauen Sie mir? Hier. Wie kann man Eckhart mit den Dingern töten? Er muss mit allen 3 Splittern erstochen werden. Ich denke, wir sollten uns trennen. Sie brauchen den 3. Splitter, also holen Sie ihn. Ich suche in der Zwischenzeit das letzte Gemälde und zerstöre es. Okay. Eckhart bewahrt den Splitter in seinem Labor in den Kellergewölben auf. Ich versuche mich bis dorthin durchzuschlagen. Das Gemälde ist in einem Gewölbe versteckt. Dem Gewölbe der Trophäen. Hier. Der Eingang ist unter Wasser. Ein Kinderspiel. Woher hat sie den Stich und die Karte? Das ist egal. Wir haben beim Versuch, dieses verdammte Gewölbe zu öffnen, schon zu viele Männer verloren. Vielleicht ziehen wir Glück. So. Dieser Kerl müsste bald hier sein. Treffen Sie alle Vorbereitungen. Und wenn Sie das letzte Gemälde zerstört? Das werden wir nicht zulassen. Das 5. Gemälde der Finsternis gehört mir. Und dann... Ja, er heißt also doch Curtis. So, wir mussten jetzt hier raus, ne? Nö. Hier müssen wir nicht raus, okay. Müssen wir hier raus? Hier müssen wir raus. Da hatte ich ja schon recht, Curtis hatte ich ja auch gesagt. Vielleicht habe ich das so als Erinnerung gehabt. Ich weiß es nicht. Oh, da unten ist ein automatisches Maschinengewehr. Ich würde aber sagen, ich mache hier erstmal einen Schnitt, weil es passt ganz gut, ne? Der Abschluss, jetzt die Sequenz und so. Und hier geht es dann beim nächsten Mal weiter. Okay, dann sage ich mal... Da ist noch eins, hier unter uns. Na, das kann ja lustig werden. Okay, dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Tomb Raider 6, Angel of Darkness. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.